Hallo und herzlich willkommen zur letzten Folge. Ja, die letzte Folge, wir haben uns das vorher angeguckt und es ist die letzte Folge MC at Work und ich habe gerade wir gesagt, das heißt, der Manuel ist auch da. Hallo. Genau. Und ja, also ich kann euch schon so viel verraten, dass Bumble Beach bisher die mit Abstand anstrengendste und am wenigst spaßmachendste Staffel überhaupt war. Also vielen Dank an alle, die mir gesagt haben, ich sollte spielen. Das war absolut scheiße und langweilig. Und doof und blöd und alles, also echt, nie wieder sowas. Ich hab vorher gewarnt, ich habe gesagt, du hast eine Scheißpalette und kannst nichts bauen, Ja, aber das geht nein. ja gar nicht so ums Theming, da kann man ja vielleicht dann doch irgendwie irgendwas anfangen. Aber einfach dieser krasse Zeitdruck, ich meine, es ist halt schon ein Unterschied, ob du in 2 Jahren 700, so wie in elektrische Felder, oder ob du in 2 Jahren knapp 1000 Leute reinjagen musst. Habe ich mir vorhin auch gedacht, bei Big Pier, 1200 Leute in 2 Jahren. Ich Boah, habe das ist dann übel. gelassen, die Aufnahme abgebrochen. Ja. Weil ich finde, das ist dann einfach so RCT1 typisch. Oh. Ja, das Bau ist. den Park voll mit allem Scheiß, hol dir Leute rein und will alles zu Voll, holen. voll, 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 ohne irgendwie auf Schönheit oder so auszuachten. Das geht gar nicht. Genau. Verkehrswert, Verkehrswert, boom, boom, Genau. boom, fertig. Ich habe ja auch Ende der letzten Folge habe ich ja gesagt, dass ich keine neuen Attraktionen mehr bauen will. Ihr seht hier, ich breche gnadenlos damit, weil ich einfach dadurch, dass der große Coaster und der Kiddie Coaster jetzt so gut laufen, habe ich einfach so mega viel Kohle gehabt. Und habe ich gedacht, wenn ich mir jetzt noch die 300 Leute zusätzlich in den Park jag, dann wird es absolutes Mega-Chaos, weil dann 1000 Leute auf diesen Mini-Wegen da rumlatschen. Also habe ich ziemlich viel. Ich glaube, 3 neue Attraktionen kommen noch, aber ich will es nicht zu viel verraten. Und mit so mega langen Warteschlangen, damit ich einfach genug Leute in die Warteschlange stopfen kann. Damit die sind. Wahrscheinlich wirst du 300 Leute in den Park gejagt. Ja, guck mal jetzt unten links, wie viele Leute im Park sind. Da müssen doch knapp 300 drauf, bis ich das Ziel gepackt habe. Ja, dann streng dich mal an. Wie viel Zeit hast du noch? Ich sehe es nicht, weil dein Ding August. Ja, es ist August. Also ich habe für die letzte Folge 20 Minuten, das wären 2 Monate gewesen sein. 2 Monate, 300 Leute. Naja. Finde ich, ich glaube, das passt ganz gut. Ich glaube, ein Jahr ist eine Stunde, Ein oder? Jahr ist in etwa 1 Stunde, ja. Ja. Dann geht man aus. 1 Stunde, 1 Stunde, 12 Monate. Ja gut, aber es werden die auch, Gott sei Dank, auch Monate nicht berechnet. Scheiß, die waren noch. Es wird ja der November, der Dezember, der Januar und der Februar unterschlagen. Also sind es 10 Monate, die du spielst in einer Stunde. Also passt ja dann doch wieder nicht, weil du. Na egal. Ja, aber ein Spieljahr halt. Ja, ein Spiel, ja. Das ist ja, ich hatte ja auch in meiner Fail-Aufnahme, ich habe ja Dusty Greens komplett aufgenommen, dann ist mir die komplette Aufnahme verreckt. Habe ich einen Tag lang nur Dusty Greens gespielt, hatte die komplette Aufnahme im Kasten, da ist alles verreckt. Und dann musste ich ja doch mal alles aufnehmen. Das hat auch, habe ich auch ein Jahr ziemlich genau 1 Stunde immer aufgenommen. Also es waren ziemlich genau 2 Stunden Bildmaterial. Ich habe es nach 2 Jahren gepackt gehabt. Nicht so wie bei dem zweiten Let's Play, nach knapp 3 Jahren. Oder 3,5 oder so. Naja. Ja, 3 Stunden Unterhaltung für euch, sieht mal so. 3 Stunden statt 2 Stunden, ja. 5 Stunden Arbeit statt 2 Stunden. Das rechnet sich gut. 50% Aufschlag. Wenn man dann noch die ganze zusätzliche Renderzeit betrachtet, ja, und die Zeit, ich habe ja beim ersten Versuch alles selber kommentiert und beim zweiten Versuch mir dann irgendwann den Manuel dazu geholt, weil es dann zu dumm wurde und zu langweilig, dann wird das dann auch noch dazu. Ihr müsst es mal so sehen. Ich habe da 20 Minuten aufgenommen und dann spät zu einem späteren Zeitpunkt nochmal 20 Minuten lang kommentiert. Das heißt 40 Minuten für eine 20-minütige Folge plus Rendern, da sind wir schon mal bei der Stunde für eine 20-minütige Folge, plus Hochladen, da sind wir bei gut 1,5 Stunden für eine 20-Minuten-Folge gewesen. Ja gut, du in deiner Bei Holz, dir. du in deiner Holzleitung, ja, wer ist selber schuld, wenn du immer eine halbe Stunde aufnehmen musst. Apropos Rendern. Ich bin jetzt bei Hast du 94% für einen und wenn Assi-Computer? die Aufnahme hier fertig ist, dann wird heute noch über Nacht Big B baut Folge 7 geladen vom Endes-Tag. Dein Computer, was hast du für einen Prozessor drin, Alter? Es geht ja ab wie Waschsub. i7 Ja 920. gut, das erklärt alles. Ich habe noch so einen alten Duo. Duo mit 6 GHz. Also Könnt euch 2x3. morgen beim Frühstück gleich mal wieder Big B reinziehen.
Ich würde euch alle mit dem Laptop am Tisch sitzen sehen. Ich hoffe, ihr habt WLAN. Natürlich zum Frühstück. Zum Frühstück erstmal eine Runde Piep Piep Baut reinziehen. Na ja, Mann. Ich muss so eine Koryphäe werden wie Gronkh. Oder auf mich auszulachen. Irgendwann schaffe ich es. Ich glaube fest dran. Also, ich Okay, meine. ich lasse dir viel Spaß dabei. Wie viele Abonnenten haben wir? 120 rum. Ja, wir haben ziemlich genau 120, 119 oder 108, 119 dürften wir haben. Hammergeil. Glaube ich. Es werden immer mehr. 180, Oh. wenn man mich abzieht. Wir machen Kronkonkurrenz, scheiß die anderen. Nee, auf die. Oh, da brauchen wir noch ein bisschen was. Ja, wie ihr seht, was ich baue hier gerade ziemliche Scheiße zusammen. Das ist Hammer, was du da baust, eine Ja, ich Minibahn. hatte eigentlich vor, das zu themen, aber irgendwie war ich dann da zu faul dazu. Die wird am Bei Ende uns ziemlich El genauso dastehen. Paso. Ach, Die du steht bei jetzt. uns immer auf kleinen Festen. El Paso heißt die bei uns an. Jetzt guck mal, gebt euch bitte mal ganz genau die Queue-Führung, die Führung von der Warteschlange. Das wird später so augenkrebskrank aussehen, das gibt's gar nicht. Denkt man Ja, nicht. scheint mir jetzt schon irgendwie unlogisch. Übertreibst du nicht ein ganz kleines Ja bisschen? doch, ich übertreibe da Ich meine, gut, Warteschlange zum Leute einfangen ist schön und gut, immer. Ja, aber vor doch allem, weil nicht die zwei Warteschlange später lang. nie voll sein wird. Da sind in der ganzen Schlange vielleicht 10 Leute drin oder sowas. Da kannst du 200 Leute reinstecken in die Schlange. Ja, mehr. Passt der ganze Park rein. Naja, übertreiben wollen wir es jetzt auch wieder nicht. Nicht übertreibe, aber doch. Nein. Manuel, was ich dich schon immer mal fragen wollte, wahrscheinlich auch schon fünfmal gemacht habe, aber es wieder vergessen habe. Warst du schon mal im Steinvasenpark? Ja. Ja. Ja, ich hab dir was Ja, voraus. du hast mir was voraus. Aber du verpasst nichts. Ja, aber ich brauche den Counter noch. Juhu, einmal Grottenblitz, einmal das andere Teil. Geil. Counten. Ich Blitz, bin schon oder? für die Himalaya-Bahn in den Schwabenpark gefahren, also bitte. Nur für einen Count. Gut, in dem Ding stehen insgesamt drei Achterbahnen, also drei Counts, aber die wollten die Himalaya-Bahn zumachen, da bin ich extra noch mal in den Schwabenpark gefahren, einen Tag vor Saisonschluss. Also einen Tag, am letzten Tag, wo sie gelaufen ist, bin ich extra noch mal nach Stuttgart runtergefahren, um dieses scheiß Ding zu fahren. Zucht, 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 Ja, das ist wirklich Zucht. extrem, sowas mache ich auch nicht noch mal. Vor allem, Vor allem zum weil an Schwaben. dem Tag in Stuttgart einfach alles schief gelaufen ist. Och nee, Jan. Och nee. Keine Sorge, das wird noch besser. Ich hoffe. Das Oh wird noch viel nee. besser, pass echt auf. Hier merke ich gar nicht, zum Beispiel, wie viel der Scheiß eigentlich kostet. Da musst du mal drauf achten und auf einmal gibt mir das Geld aus und ich weiß nicht warum. Ich habe gedacht, ich gebe da jetzt so ein paar hundert Euro, ein paar Euro aus, aber dann waren das über 1000. So, hier. Okay, jetzt komme ich auf den Trichter, das war zu teuer. Reiß es wieder ab. Reißen wir es wieder ab. Und das Lustige ist ja, Kriegt aber nur die Hälfte zurück. dass es beim Abreißen auch nochmal Geld kostet. Lava. Oh doch, das hat doch vorhin noch was genauso viel beim Abreißen. Aber sowas merke ich ja gar nicht. Ich guck und zack, wieder 120 weg und zack, wieder 100 weg. Und aus dem ersten Haus schon nichts dazugelernt. Ja. Du bist genial. Natürlich. Sowas merkt man immer erst, wenn man sich die Folge dann später anguckt. Starkes Stück, muss man schon sagen. Das ist auch geil. Hier, drei Züge stehen im Bahnhof. Das ist eh das Beste. Diese Strecke, drei Züge. Geil. Beste. Das ist ja noch schlechter als ein schlechtes BBS. Ja, stimmt. Das ist richtig erbärmlich. Du sollst unseren Zuschauern nicht immer so einen Scheiß beibringen. Die sollen was lernen. Ich bring denen gar nichts bei. Also noch nicht. Vielleicht irgendwann mal. Oder weiß ich nicht. Also du musst schon sagen, das Layout von Woody ist schon, also hier,
für das Geld und also irgendwie schon so mit dem Leuchtturm da in der Mitte, das macht schon Bock. Der Woody ist einwandfrei, der Woody ist Sägst, dabei. das was ich kann, kann ich. Ja. Punkt. Aber das hat halt auch schon auf, gell? Ja. Ah. Eigentlich will ich die Folge gar nicht hochladen, wenn ich mir so richtig überlege. Die Fassade, ah, die ist so hässlich geworden. Wenn du Gut, ich willst, meine, dann hau ich den auch Ton nicht. raus, dann kommentieren wir gleich noch deins. Ton raushauen. Ton raushauen, dann kommentieren wir das auch noch. Wie lange geht es? 24 Minuten. Alles wird knapp. Ich schreibe morgen erst noch 1 Stunden Arbeit, das wird so schwierig. Weißt du was? Ich mache morgen einfach eine Folge komplett ohne Ton und wir vertonen die später zusammen. Oh, okay. Das können wir machen. Ich habe es jetzt eh schon im Kasten. Ich kann es dann gleich hochladen, wenn das hier. Wir haben 2/3 Gute geschafft. Nacht, Henning. Tschüss, Henning. Ja, der Manuel ist hier und nimmt mir eine Folge auf, wie ich dir gerade eben versucht habe klarzumachen. Und jetzt verzieh dich, Henning, du störst. Ja, Manuel, man redet nicht über Leute, die dich nicht hören. Hört er mich nicht? Dann sag's ihm gefälligst. Nein, das brauchen wir nicht. Guck, gib dir mal, wie voll die Schlange beim Kitty Coaster ist. Geil, so viele Kinder. Viele Kinder. Das Geilste ist, die Geisterbahn in meinem Park, die hat so eine geile Kapazität. Wie viele? Ich hab noch nie mehr als 10 Leute vorm Häuschen warten sehen. Das rennt durch wie nix. Okay, das ist schon extrem. Die Geisterbahn, das mag ich irgendwie überhaupt nicht. Also gar nicht. Ich habe in meinem Wildwestpark versucht, eine Geisterbahn zu bauen und wollte die dann so in Hotel-Bankhaus-Gemisch in Daisy Tower mit einbinden. Aber das habe ich dann nach dem 10. Versuch aufgegeben. Ich bin da echt nicht wirklich gut drin. Ich hatte da auch so eine Idee, dass ich eine wilde Maus als Geisterbahn benutze, weil die... nee, Quatsch, keine wilde Maus, eine Mit den Kinderachterbahn, Türen halt. wegen den Türen, genau. Aber das habe ich dann, da habe ich mir eine hübsche Strecke gebaut, aber da wäre das so ein Mega-Haus geworden und da habe ich dann auch immer nicht. Das wäre mir alles drauf geworden. Nee, Dingens, Dingens ist gut. bei der Geisterbahn, wo ich gebaut habe, ich glaube, die Strecke ist auch ziemlich am Müll, aber halt. Die Strecke war mir eigentlich prinzipiell egal. Ich meine, innen drin mit RCC2 kannst du eh nicht viel machen. Mit Ja. RCC3 hätte ich halt geil ausschmücken können, aber mit RCC2 habe ich mir da jetzt keine Mühe gemacht. Hauptsache von außen die Fassade stimmt und dann ist gut. Übrigens, wo du gerade RCT3 erwähnst, bitte Ja, RCT-Netz, wir wissen's. schaut auf RCTNet vorbei. Ich nicht, ich mag kein RCC3. Du nicht, ich nicht, aber die anderen. Nee, also ich habe früher auch schon Gut, ich denke, ab und zu mal bei denen der Einzige, wo vorbeigeguckt. mir ganz spontan einfällt, ist der Imagineer Tim, aber der ist ja sowieso da, wenn ich mich nicht irre. Genau. Also Oder? besucht alle Tim auf der auf RCT.net. Hier, machen wir Werbung für Imagineer Tim. Ein engagierter User, nein, Abonnent von uns. Ja, ein engagierter User Ja, da auf wird beiden Seiten. Also ja. auf der World und auf Net. Abonniert ihn alle. Stolzer Teilnehmer des Rookie Contests. Teilnehmer des Rookie Contests. Und eigentlich nicht mal so schlecht. Also als Kompliment, gell? Ja. Das nächste Mal, wenn ich eine Aufnahme mache, hänge ich mir ein Schild an die Tür. Vorsicht, Bitte Aufnahme, stören. wer stört, wird gefressen. Dann schließe ich die Tür ab und montiere eine Selbstschussanlage. Das ist immer so. In welcher Folge? Ich glaube in Folge 4 oder 5. Ich glaube 5 Unterbrechungen hatte ich. Ja, ich bin mir halt, wenn ich so wie jetzt hier aufnehme, so im Nachhinein angucken, da kann man zwar die Aufnahmen hübsch unterbrechen, aber
Du, mir fällt einfach nichts ein zum Reden. Wenn ich mich selber beim Spielen zugucke, dann fällt mir nichts ein zum Reden. Wenn ich baue, dann kann ich dazu kommentieren, es geht. Aber wenn ich dann über Unterbrechung machen muss, dann sehe ich ja nicht, ob es auch wirklich unterbricht oder nicht. Und ich hatte das auch schon, dass ich auf Unterbrechung gedrückt habe und das Ding ist einfach weitergelaufen. Und dann macht es echt keinen Spaß. Ja, dann kannst du nachher schön schneiden. Ja, schön schneiden, genau. Scheiß im Zimmer. Betonung auf, ich hatte. Das war auch eine Folge in der Staffel, die habe ich auch 3, 4 Mal aufnehmen müssen. Oh, wie Ich weiß aber nicht mehr, geil. welche das war. Das wird, glaube ich, die zweite oder dritte gewesen sein. Ich 2, 3 Mal aufnehmen müssen. Ist echt brutal. Bei Dusty Greens, die eine Folge habe ich 10 Mal aufgenommen. Das heißt, ich 4 Stunden drin. 10 Mal. 10 Mal. Die ging nur 10 Minuten. Ich habe so 10 Mal machen müssen. Warum bist Telefon. du so blöd aufnehmen? Telefon, Telefon, Oh, Telefon, Junge. Telefon, Telefon, Telefon. Was machst denn du? Wie viele Besuche hast du Ich jetzt? mach Jetzt Cheating. steht da Ich mach 9. brutal Cheating. Ich schau einfach so viele Werbekampagnen von rein, von dem ganzen Kittycoaster-Geld. Ja klar, aber ich meine gleich, wie viel sind das? 992 oder was? Genau, das sind genug. Und damit die auch den Oh. Oktober überheben, habe ich da einfach voll drauf, voll reingehauen. Ich habe Also die Wege müsstest du halt mal ein bisschen ausbreiten. Sonst endet es so wie bei mir in Phantopia. ja, hätte ich gemacht müssen. Aber du wirst es gleich sehen, warum ich es nicht mache. Gleich. Vielleicht. Gleich. Irgendwann gleich, vielleicht. Gut, vielleicht doch nicht ganz gleich gleich. Sondern Vielleicht nachher gleich. bald oder so. Irgendwann. Ja, genau. Die Menschen sollen nicht laufen, sie sollen sich hinsetzen. Aber wenn die sitzen, dann sind sie von der Straße weg. Das ist gut. Fragt sich nur, für wie lang. Hier habe ich jetzt den ganzen Müll bestaunt, der da auf dem Boden liegt, den der Handwerker nicht wegmacht. Das fand ich echt cool. Ich muss mal Geil. kurz was gucken. Ich verschiebe mich mal was durchs Bild durch. Bei dir. Oh, guck mal da. Na ja, gut, das sieht jetzt. Ah, Oh, Mann, je, endlich. Oh, je. Ist schon die jetzt. ganze Zeit da. Jetzt klatschen die mir alle zu. Das ist mir da Hey. auch wieder zum ersten Mal wieder aufgefallen seit langer Zeit, dass die alle klatschen. Und Luftballons fliegen lassen, wenn sie welche haben. Wenn sie welche gehabt hätten. So, jetzt fällt dir ein, dass der hier unten immer noch klatscht. Jetzt läuft er weg. Ach, wie Der süß. hat ganz lange geklatscht. Das hat bestimmt so ein Fan, so ein richtiger Sucht. Das gibt manchmal meinen schon lange. MCI-Suchtkrüppel oder sowas. So. Ja, tschüss, tschüss, tschüss. Scheiße, Jan, schon wieder Folge verpasst. Nein. Egal. Also Leute, das wird jetzt, ist die letzte Folge der 4. Staffel gewesen. Es wird jetzt wieder in, ich will nach der 3. Staffel einige Zeit lang nichts geben. MC-Network-mäßiges. Einfach weil mir das jetzt einfach so überhaupt keinen Spaß mehr gemacht hat gegen Ende. Das ist, wenn ich jetzt neu anfange, habe ich da keine Lust drauf und dann wird es langweilig und das will ich euch nicht antun. Deswegen wird es erstmal Pause sein. Ich werde meine Privatprojekte beenden. Also MC, den Westernpark, der wird beendet und Release hochgeladen und weiß der Geier was. Falls ihr jetzt nicht blickt, schaut auf RCT World, dann wisst ihr, von was ich Genau. rede. Ich stelle die Gruppen rein. Und wenn der fertig ist, dann kann es sein, dass ich noch zuerst den Gravity Group Pro Coaster mache, bevor ich weitermache und danach vielleicht irgendwann. Also ich denke mal, vor Ende April wird es sicherlich nichts mit weiteren Folgen. Und ob das dann Und MC at Work sein wird oder ein neues Projekt, was nebenher dann läuft, das kann ich euch ja nicht versprechen. nicht zu vergessen, demnächst werde ich einen Gast in meiner Serie haben. MCI. Wow, wer hätte es gedacht? Das heißt, wir werden jetzt auch wahrscheinlich mal eine Aufnahme gegenseitig machen, also dass er mal wieder bei mir dokumentiert. Kommentiert, Das haben nicht wir vorhin dokumentiert. schon mal gesagt, Manuel. Im Video Im oder? Video. Ich habe gedacht, das wäre davor gewesen. Oh. Nee, das war vor 10 Minuten. Ah, Fail. okay. So ist es mit dem Alzheimer unter jungen Leuten. Ja. Okay. Freunde, ich bedanke mich. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.